So, hallo, zurück zum Let's Play von Sekiro 2 Eisenblut. Wir gehen jetzt weiter und ja, leveln noch ein bisschen, bevor wir dann auf Silber wechseln, um mehr Schwierigkeiten, also ja, nicht Schwierigkeiten, einfach ein bessere Herausforderungen zu bekommen. Und ja, werden dann aber auch so bald wie möglich auf Gold wechseln und ja, machen wir bei Gold dann alles 100% oder bei Platin sogar. Und machen wir einfach das Wichtigste. Ich zeige euch mal einfach mal, ja, ziemlich viele Quests. Vor allem die, die sich halt noch lohnen. Und spiele mal die Kampagne durch. Die muss ich sowieso durchspielen, weil ich noch keinen Gold-Schwierigkeitsgrad freigespielt habe. Und in Sekiro gibt es dann noch Platin. Und Njop. Njop ist der höchste und bietet dann sogar Monster über 250, obwohl wir nur 200 erreichen können. Aber da sind wir dann so stark, dass wir trotzdem ja, eine Chance haben gegen Level 255 Gegner. Das ist, glaube ich, das höchste im Binary Code. Also einfach Game Code. Und ja. Ich muss ein bisschen leiser machen, das Spiel wieder. Die schreien ein bisschen laut herum. So. Sprache runter. Soundeffekte runter. Musik runter. So, aber nicht allzu viel, sonst hört ihr wieder nichts. Gut, also mit dem Einstellen vom Sound brauche ich halt noch ein bisschen Zeit, weil ja die Einstellungen natürlich sehr gut justiert werden müssen, je nach Situation. So, wir brauchen noch, aber noch ein Level. Also spielen wir weiter. Hier haben wir nichts. Hier haben wir ein Schwert, das so rot geleuchtet hat. Jetzt nicht mehr so leuchtet. Man könnte auch so spielen. Ein bisschen snipern. Aber weiter runter geht's leider nicht. Aber das ist für ein Action-Rollenspiel sowieso schon sehr gut, wenn man so eine freie Kamera hat. So. Zeigt mir mal eure Widerstand gegen Stacheln. Scheint nicht so groß zu sein. So. Auch ist gut, dass die Charaktere und Monster und Dorfbewohner schön viel reden. Aber manchmal nervt es halt, dann werde ich es auch ein bisschen zurückzustellen. Ob damit mir mal alle Voices hört. Werde ich es mal anhalten. Aber vielleicht die Häufigkeit ein bisschen reduzieren. Gameplay. Sound. Kommentare selten. So. Gut. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Gegner, der ein bisschen mehr drauf hat. Ich weiß nicht, ob man die Bosse nennen soll oder so. Aber einfach Elite-Gegner oder so. Anführer. Champion. Okay, nennen wir sie Champion, weil es dort steht. Bei Diablo 3 sind es die blauen Gegner, die Champions, hier sind es die roten, also gelben Gegner. Okay. So, wir haben ein paar Items gefunden, schauen wir die mal an. Zum Beispiel hier ein Buch, das man lesen kann. Die sind dann hier unten im Logbuch hier Giftmagie. Und Magie im Überblick könnte man mal lesen. Ich mache dann einen extra Part, um alles zu lesen. Aber da wir die immer wieder zurückgesetzt werden,
Oder, nein, die werden, glaube ich, nicht zurückgesetzt. Werde ich die dann am Schluss dann euch zeigen. Oder vielleicht auch vorlesen, je nachdem. So, hier unten haben wir jetzt die Relikte bekommen. Die Relikte haben immer eine Residenzart. Da kann man sich gut anpassen an die Gegner. Wenn sie viel Giftschaden machen, kann man Giftreliktien, die grünen, auswählen. Und wenn zum Beispiel Drachen angreifen, die roten, weil sie Feueratem haben. Und so weiter. So, eben noch ein Level, dann haben wir den Fokus, dann können wir schön wechseln, ohne Schwierigkeiten zu haben. Dann machen wir das noch. So. Hier oben haben wir noch mehr. Ja, bei diesem Bild ist es gut, wenn man früher schon angreift. Die Gegner kommen auf euch zu und rennen dann in die Stacheln. Sehr praktisch. Hier haben wir eine Höhle. Wollen wir hier mal rein? Ja, komm, gehen wir hier mal rein. Dann kann ich euch mal eine Höhle zeigen. Oh, sehr viel Schaden angerichtet. Und das ist ein Bär-Champion, der müsste ein bisschen stärker sein. Oh, wer gewinnt, hä? Wer gewinnt? Ich hab halt Heiltränke. Ja, ich gewinne. Weil ich einfach viel mehr Schaden mache. Und auch besser treffe jetzt plötzlich. Oh Gott. Ja, ich habe jetzt mal einen Heilkrank gesoffen. Ich will nicht schon sterben. Wir haben eine schlechte Überlebenschance. Das kann man hier einsehen, wenn man hier auf die Charakterklasse die Maustaste lässt. Unter oh nein, das ist... Hä? Ah doch, Überlebensbonus. 3,4%. Also wenn man stirbt oder am Sterben ist, dann wird ausgerechnet, wie viel mal einen weiteren Angriff ausweichen kann, und dann wird das hier so reduziert, bis man mal stirbt oder einen Heiltrank saufen kann oder sonst irgendwas. Und ja, das rettet einem vom Tod, aber eben der sinkt wieder. Man sollte den hoch erhalten, weil dadurch die Chance für Gegenstände erhöht wird. Und ja, auch die Welt entdecken, hier unten zum Beispiel Welt entdeckt, wir haben erst 0,8% entdeckt, also wir haben noch sehr viel zu entdecken, und es geht über 100%, das sage ich jetzt schon vorher, es geht viel weiter über 100%, also es ist gigantisch, die Welt wird sich gigantisch, ja, die Welt ist so gigantisch, dass wir längere Zeit an diesem Projekt sein werden, aber das ist auch gut so, und das erfreut euch doch auch. Solange es nicht langsam langweilig wird, wenn man dann die letzten Gebiete erkunden oder sowas. Aber da ich von YouTube weiß, dass man Projekte immer schaut, egal ob sie langweilig sind oder nicht, wenn der Let's Player gut ist und ja, hat auch Spaß in dem Sinn bietet, und deshalb, ja. Ich schaue einfach mal, wie gut ihr es mögt. Wenn ihr es halt nicht mögt, werde ich trotzdem Let's Playen. Und weil es mir gefällt natürlich. Aber ich mache natürlich auch Projekte, wo ich schaue, wie viel Likes hat das Projekt und kann mich da anpassen. Und ich bin sowieso auch interaktiv gut und so. Ihr dürft mir jederzeit Wünsche und so weiteres. In die Kommentare posten müsst ihr es nur tun. Und ja, ich werde dann abstimmen, also in Gedanken, ja, mich ausmalen, ob so etwas lohnt oder nicht. Wenn mal, also ob ich es annehmen kann, dir den Wunsch erfüllen kann oder nicht. Je nachdem, wie es so ist. Und ich werde natürlich danach immer sagen, wieso ich den Wunsch nicht annehme. Und ja, das werdet ihr dann schön noch sehen in diesem Projekt. Aber es gibt halt nicht so viel zu wünschen.
Aber mal schauen, was es für Wünsche gibt. Also Challenges könnt ihr mit tun. Aber nichts mit der Charakterentwicklung oder so, weil man es eben nicht zurücksetzen kann. Aber so etwas wie zum Beispiel, greif mal nur mit dem Bogen an, obwohl du nicht Bogen geskillt hast und sowas. Dann ist das eine Challenge und ich werde es machen, aber ich werde natürlich mich nie töten lassen oder so. Dann werde ich das in Gebiete machen, die nicht so schwer sind. So, und wir haben einen Giftzahn, der macht. Also es gibt verschiedene Arten von diesen Relikten. Das macht dann, wenn man es in eine Rüstung oder so sockelt, mit Sockel, macht, dass es Gift, also in Gift umgewandelt wird. Hier zum Beispiel plus 25,7% Gift. Also schon physisch zum Beispiel beim Ding hier, beim Blasrohr, macht es dann auch 25% Gift. Gut. Wir könnten hier noch Angriffswert, der Verkaufspreis können wegnehmen. Angriffswert ist natürlich sehr wichtig, das macht, ob wir treffen oder nicht. Und deshalb habe ich jetzt den reingetan, damit wir mehr mit dem Blasrohr treffen. Bogenschießen treffen natürlich immer, weil es eine Fähigkeit ist. Außer irgendwas buggt herum. Das habe ich auch schon gesehen bei manchen Skills, dass es halt ein bisschen herumbuggt. So, und jetzt haben wir hier einen Ausgang aus den Höhlen. Oho. Ein Portal. Und hier auch nochmals ein Ausgang. Aber ich weiß, dass dieser Ausgang zurückführt. Und das Portal, glaube ich, direkt raus. Gut, dann habe ich mich richtig entschieden. Und da müssen wir nicht durch zwei Durchgänge gehen, sondern nur einen. So, oh gut. Level up, das tut gut. So, haben wir Level 5 von 200. Und jetzt nehmen wir hier Naturmagie-Fokus und alte Magie. Nehmen wir lieber irgendwas anderes. Zum Beispiel Schildkunde könnten wir nehmen. Oder Kampfreflexe. Nein, wir müssen nicht so ausweichen. Zauberresistent können wir nehmen. Wir nehmen alte Magie. Ist auch sehr wichtig. Alte Magie senkt die Resistenzen von den Gegnern und erhöht den Schaden der Zauber. Und jetzt gehen wir hier noch auf Naturmagie-Fokus und weiterhin auf Intelligenz. Und die Intelligenz erhöht den Schaden der Fähigkeiten, die auf Zauber basieren. Zum Beispiel Stärke und Geschicklichkeit, den Schaden der Fähigkeiten, die auf Geschick oder Stärke basieren. Und Vitalität erhöht das Leben. Ausdauer senkt die Aspektregenerationszeit. Und Willenskraft erhöht den Zauberwiderstand. So, jetzt haben wir hier durch den Fokus nochmals eins zum Wählen. Wir werden Bogenschießen weiter ausbauen. Und wir nehmen, oh, das muss ich dann noch schauen, wir nehmen das nicht. Wir nehmen jetzt mal Rindenhaut, erhöht alle Rüstungswerte oder glatt verbessert Verteidigung. Da wir Verteidigung nicht brauchen, nehmen wir hier, erhöht alle Rüstungswerte. So. Wir werden das kurz neu casten. Und jetzt sind wir auch ein bisschen besser geschützt. Gut. Also wir haben den Fokus, jetzt können wir hier speichern und beenden. Und dann die Kampagne auf Silber neu starten. Speichern und beenden. Speichern und beenden. So, und hier können wir jetzt Silber auswählen und neu starten.
jetzt sind wir ganz wieder am Anfang. So, die haben wir auch schon wieder besiegt. Die da hinten müssen wir jetzt nicht mehr besiegen. Und wir gehen gleich los. Machen noch kurz hier ein paar. Nehmen wir ein paar Items mit. Das können wir noch nicht verwenden. Werden ein paar Sachen hier reinlegen. Diese Runen, die für uns sind. Die anderen können wir verkaufen. Hier hätten wir nochmals Wucherwurzel, aber ja, wegen der Regenerationszeit nehmen wir das nicht. Und Wirbeln. Hier können wir noch blaue Potions mitnehmen. So. Gut, dann verwenden wir mal so einen blauen Potion, damit wir besser leveln. Die geben Erfahrung. Also erhöhen die Erfahrung, die wir bekommen. Und hier haben wir ein neues Blaster. Schaden, Chance auf Schadenseffekt 28. Ja, ist natürlich besser. Gut, und den Helm. Der hat eine Verteidigung mehr. Nehmen wir. So. Hier kann man das Inventar noch sortieren. Aber es ist leider nicht so ein gutes Sortiersystem. Das wende ich eigentlich nie, weil es die Objekte einfach so durchwirbelt oder so. Okay. Und hier haben wir jetzt Nacht. Jetzt sehen wir die Lichteffekte ein bisschen besser. Oh, haben wir stark. Okay, wir sind so stark. Also. Ja, was zum Bild, diese Bodenspieße, die sind dann sehr gut gegen Bosse. Also das wird eine gute Bosskillerin. Und ja, sie macht im Allgemeinen sehr viel Schaden. Man kann sie mit Wucherwurzeln dann stunnen, also die Gegner stunnen und dann angreifen mit Wucherwurzeln, also mit Bodenspieße. Und das macht schon fett Damage. Also wirklich super Charakterbild. Ich hoffe, der wird nicht zu OP am Schluss. Aber ich denke schon. Wir werden wahrscheinlich sogar das Cap für die Schadensanzeige sprengen. Je nachdem. Aber egal, das Spiel wird sowieso nicht das verhindern können. Nein, Schatz. So. Schildkröte, hier hast du ein paar Spieße. Und ist einfach durchge. Oh. Schade. Okay, die Reckzeiten sind eigentlich relativ klein. Darum werden wir nur mit Bodenspießen mal angreifen. Und haben dadurch mehr, mehr Chance auf wertvolle Funde. Wir können zum Beispiel im Nahkampf angreifen. So. Nochmals Bodenspieße. Zing. Gut. So, gehen wir wieder die Route. Machen die Quest dort hinten. Mit den Schildkröten nochmals. Ja, es ist halt schon noch ein bisschen nervig, immer zu warten. Dann werde ich wieder umstellen und werde sie so angreifen. Du bist verletzt? Ich bin doch nicht verletzt. Ein bisschen. Ganz wenig Schaden habe ich erlitten. Meine Rindenhaut schützt mich vor allem Bösen. Außer Feuer. Ja, Rindenhaut macht, dass wir ein bisschen weniger aushalten bei Feuer, ein bisschen mehr Schaden bekommen mit dem Element Feuer, aber nicht so, dass wir gar nichts mehr aushalten.
werden auch Rentner halt nicht so hoch skillen, weil sie es erstens nicht brauchen und zweitens sowieso schon OP ist, wenn es nicht so gut ist. So. Ja, genau. Du bist getroffen worden, hast 1% HP verloren und sagst, ich bin getroffen, ich werde sterben. Und mehr Bauchweh hast du nicht? Hast du Schwangerschaft? Irgendwie Probleme, Zuckungen oder sonst irgendwas? Kann mal passieren bei den Frauen. Liegt sie einfach ab. So, dann haben wir hier schon auch die Quest. Holen die mal kurz gleich hier links und töten wir dann den Eierdieb. Hier oben hat es manchmal noch Verstecke, das sind so kleine leuchtende Blitze, Sternchen. Wenn man drüber läuft, kommt ein Item raus. Aber leider hier nicht. Schade. Na, willst du ein paar Stacheln schmecken? Ja, nicht mal getroffen. An ihm vorbei. So. Nebelform für die Hochelfin. Und ein Skill, den man eigentlich nie einsetzt, also man muss fliehen. Aber eben, wir sind eine Dryade, wir werden vielleicht die anderen Charakter auch mal antesten, aber nicht natürlich durchspielen, also ihr wollt es dann. Und aber sie sind jetzt nicht so innovativ halt. Außer der Tempelwächter, der ist recht gut, hat recht nette Skills, die mal was Neues sind und so weiter, also echt gut. So, gebt mir mal ein bisschen Schaden. Sie stirbt, hopp. Oh, hier haben wir etwas Besonderes, das sieht man an den Säulen. Hier ist etwas Gelbliches und hier ist etwas Weißes. Ja, das Gelbe war ein magischer Schlag, also die Runen sind manchmal auch gelb. Jetzt hatte ich gedacht, es wäre ein Rare-Item, das uns ein bisschen stärkt, aber nein, ist es nicht. So, hier oben ist der Startpunkt des Tempelwächters, also alle Charakter haben einen unterschiedlichen Startpunkt. Und ja, sind aber alle auf diesem Einsteigergebiet, das kann ich mal zeigen. Das ist hier das Einsteigergebiet, hier am Fluss entlang. Und hier natürlich ein bisschen noch. Und hier unten ist übrigens der Start des Drachenmagiers. Ab der kommt die hier dann ungefähr hier raus. Strandet er mit dem Schiff. Okay, die Quest erledigt. Wir haben wieder ein halbes Level geschafft. Jetzt sind wir schon bald Level 6. So. Ja, jetzt legt es weniger aus dem ersten Part. Gut. Ist also wirklich an Fraps, dass es hier legt. Weil in der Testaufnahme, also in der Testspielen mit dem Schattenkrieger hatte ich keine Lags. Hatte ich volle 40 FPS. Hier mit Fraps habe ich 30 FPS, weil ich es limitiert habe. Aber ich denke auch mehr als 30 FPS mit Fraps. Aber eben zwischendurch ist Fraps halt ein bisschen kacke. Und deshalb, ja, lag es halt manchmal. Tut mir leid. Matrosin,
der Jadefreibeuter. Was ist denn der Jadefreibeuter? Ist so irgendwas Japanisches, aber die haben gar keine japanischen Skins. Ja, das ist eher japanisches Zeugs oder chinesisch. Nein, chinesisch ist Jade, glaube ich. Okay. Ja, eben, erkunden. Gibt sehr viele Bonus auf MS, MF. Und da bekommen wir dann auch noch bessere Items. Aber eben, am Anfang könnt ihr getrost einfach durchleveln. Die Items sind nicht so stark am Anfang. Und deshalb eigentlich nicht lohnenswert, diese zu sammeln. Und wenn ihr dann Level 100 seid, sieht es schon besser aus. Dann findet ihr auch mehr Items. Zeig mir mal, was du kannst. Kannst du abhauen? Es hat ihn erwischt. In diese Höhle müssen wir später noch, dann gehen wir nicht rein. Also später erst rein. Und werden hier mal die Quests wieder annehmen und diesmal fertig machen. So. Ja, noch ein bisschen könnte ich spielen. Ich weiß jetzt nicht, wie lang diese Part hier ist. Aber da ich sowieso nicht feste Partlängen habe und machen werde, ist es bei mir eigentlich auch egal. Ich brauche höchstens irgendwie 2 Stunden, um ein Video hochzuladen, das irgendwie eine Stunde oder mehr lang ist. Dann habe ich das jetzt eigentlich, ja. Da ich sowieso ein Let's Player bin, der auf Geld scheißt und lieber ja, es den Zuschauern genüsslich macht und so. Zum Beispiel ohne nerviges Intro oder ohne Werbung oder sonst irgendwas. Ohne schlimme Videobeschreibungen, wo man nicht rauskommt. Und meint, man ist in Wikipedia oder so. Und ich bin ein Let's Player eben, der auf die Community schaut und nicht auf sich selber. Dann, ja, kommentiert mit mir, diskutiert mit mir, nennt Verbesserungsvorschläge oder sonst irgendwas. Oder wenn ihr etwas nicht gut findet, postet es einfach unten in die Kommentare. Oh, ich habe alle. Ah doch, ich habe nochmals Heiltränke. Ich habe sie fast alle verkauft. Jetzt habe ich alle verkauft. Oh, wieso klicke ich daneben? Ja, toll. Ein einzelner Heiltrank. Okay, egal. Wir brauchen nur 5. So. Das wollte ich verkaufen. Gut. Na, ich möchte den Heiltrank am Anfang haben, bitte. So. Haben wir denn hier irgendwas, was wir gebrauchen könnten? Mit physischen Schaden oder so? Nichts. Einen Blasrohr könnten wir nehmen, aber die sind recht teuer. Nee. Ja, hier könnte man noch die Hilfe anmachen. Aber machen wir nicht. Oh, dieses Arsch. Also, wir werden noch die Quests machen. Hier hat es 2 Quests. Hier unten hat es noch eine. Ah nein, die ist ja am Anfang. Also, die muss ich ja dort hinten annehmen. Und die machen wir noch. Und dann ist dieser zweite Part auch schon vorüber. Leider schon. So, hier runter müssen wir. Und hier ist das Lager mit den Kobolden. Ein Schaden. Wow, bist du stark. Ohohohoho. So, später hat man dann auch Reittiere. Jeder Charakter hat ein unterschiedliches Reittier.
Und bei der Dryade ist es zum Beispiel der Salamander. Und wenn man auf dem ist, dann ist man natürlich schneller und hat weniger Abklingzeit, also Abklingreduzierung hat man dann. Und ja, andere Bonusse, zum Beispiel schnelleres Casten. Vor allem bei der Hochelfen ist es so, dass man zum Beispiel Feuersturm sofort einsetzt, also direkt castet. Das ist recht cool und stark. So, haben wir schon 46 Intelligenz. Wir werden intelligenter und haben hier einen weiteren zu Skin. Also da wir nicht auf Ausweichen gehen, nehmen wir Rau. Wenn sie angreifen im Nahkampf, werden sie Schaden erleiden, also zu Dornenschaden erleiden. Aber ich werde es noch lassen. Ich werde hier noch nichts machen und werde aufs nächste Mal schauen, was wir da nehmen. Je nach Guid oder so. Weil ich kann jetzt noch nicht sagen, was halt richtig funktioniert und was nicht, und weil es halt ein bisschen verbuggt ist. Und was halt einfach wichtiger ist. Aber ich denke schon, ein bisschen Nahkampfschaden reflektieren wäre nicht schlecht. Weil wir ja eine Mindestreichweite haben bei diesen Dornen. Also sie fangen erst hier vorne an. So. Da hat eine sogar keine Waffe. Ah doch, die eine hatte eine Waffe, aber eine kleine. Okay. Hier haben wir die zweite Quest. Da müssen wir eigentlich nur noch zurückgehen. Oh, da hat jetzt viel getroffen. So. Einen Heilen für die Seraphim gefunden, eine Rune. Also, dann gehen wir nach oben und werden die Quests abgeben. Hier oben habt ihr übrigens einer der Sacred, also Ascaron Mitarbeiter. Die gehört zu einer großen Easter Egg Quest. Und hier hat sie übrigens noch ein Sternchen gehabt mit 132 Gold drin. Und die sagen einfach nichts, die werden später dann relevant. Ich lasse sie in Ruhe, das sagt irgendwie was schönen Tag oder so etwas, also wirklich etwas Unnötiges, damit ich es, bevor ich es annehme, noch kurz sehe, wo die übrigens überhaupt sind. Weil die Quest werde ich relativ früh annehmen können. Was, es gibt Beute, okay. Und hier haben wir 128 Gold gefunden. Schön, zwei versteckte Orte haben wir gefunden. Und ja, diese Quest, diese Mitarbeiter sind ganz aus Ankaria verteilt, außer auf den Add-on-Gebieten nicht. Also das sind die zwei Add-on-Gebiete, hier der Blutwald und hier oben mit rechts der Kristallsee oder so, weiß jetzt nicht wie der heißt, oder die Kristallebene. Und ja, ist nicht so groß, aber sie sind innovativ und ja, das Add-on verbessert natürlich auch andere Sachen noch in-game und nicht nur die Gebiete. Und leider war dann Ascaron pleite. Die gibt es jetzt so nicht mehr. Und deshalb konnten sie Sacred 2 auch nie fertig entwickeln. Die wollten noch mehrere Add-ons machen, aber da eigentlich nur Sacred 2 beliebt war und auch nur, weil viele Leute schon einen guten PC gehabt haben, weil viele konnten das Spiel gar nicht spielen oder stürzte immer ab und sowas. Und deshalb war Sacred 2 auch nicht so erfolgreich, weil halt die Engine halt sehr ausgelastet wird.
und ein High-End-PC braucht. Also jetzt nicht mehr, aber von 2008, wo das Spiel erschienen ist, war es noch sehr High-End und es läuft eben auf heutigen PCs manchmal noch nicht flüssig genug. Da brauchte ich schon ein GeForce 640 GT Duo Core. So, also dann machen wir das nächste Mal hier weiter und dann erzähle ich ein bisschen mehr noch und ja, leider momentan noch nicht lustig genug, aber das kommt alles und ja, ich werde nach ein paar Gags zeigen und sagen und sowas und für Unterhaltung sorgen. So, Dankeschön fürs Zuschauen, ich hoffe es euch interessiert es. Ich werde so bald wie möglich wieder weiter aufnehmen und sie natürlich hochladen und ja, einfach mal posten, einfach mal frei irgendwas schreiben und in die Kommentare und ich würde mich freuen und auch über einen Daumen hoch würde mich freuen, aber das ist alles natürlich freiwillig. Ich bin nicht böse, wenn ihr nicht liked oder disliked. Also, bis zum nächsten Mal, Dankeschön und Tschüss.